Ja, wir als Fujitsu haben ja gerade Ende Oktober ein neues System gelauncht, die DX8900 S4. Hört sich unspannend an, aber ist in der 2-Controller-Variante ein Midrange-System, jetzt mit NVMe ausgestattet. Skaliert bis zu 24 Knoten und zig Petabytes an Flash-Kapazitäten. Ist das eine aus im Grunde genommen das größte Flash-System, das wir im Moment am Markt finden, auch was das Thema Antwortzeiten anbelangt. Und das Neue ist, dass wir eben dort komplett auf NVMe-Architekturen setzen. Wir setzen neue Intel-Technologien ein, nicht nur in der CPU, sondern auch das Thema Komprimierung eben mit dem FPGA, indem dass wir die Komprimierung in der Hardware basiert programmieren, was natürlich die CPU entlastet und wir die komplette Power nutzen können Richtung der Serversysteme. Und natürlich alles NVMe basiert, wie gesagt, vom Midrange bis zum größten High-End-System. NVMe, wird viel darüber berichtet, von unterschiedlichsten Medien, von unterschiedlichsten Herstellern. Im Grunde genommen ist es ja ein Protokoll, das viel einfacher ist als jedes CASI-Protokoll und somit den Datentransfer zwischen den A und B wesentlich reduziert. Stand heute wird es hauptsächlich genutzt als Cache, als Read-Cache, als Write-Cache. Das ist der meiste Einsatzzweck. Dann natürlich auch, um die klassischen SSDs nicht mehr mit CASI und SAS anzubinden, sondern letztendlich mit NVMe-Protokoll zu fahren, was natürlich die Anbindung an die SSDs viel begünstigt. Und vor allen Dingen in einem zweiten Step dann halt auch NVMe over Fabric, also sprich auch übers Netzwerk, sprich Brocade, Gen 6 zum Beispiel, dort auch die Konnektivität zum Server wesentlich zu vereinfachen und vor allen Dingen noch mehr Server zu konnektieren, um wirklich die Power aus dem Storage-System auszunutzen. Ja, wir haben gerade ja unsere DX8900 gelauncht und wir werden 2019 eine neue Familie in die Eternus-Wald mit aufnehmen. Näheres dazu und die Details werden wir auf den Storage Days im Januar, Februar natürlich bekannt geben. Aber dort werden wir wirklich diese Architekturen, die ich gerade genannt habe, verwirklichen und dort neue Systeme launchen. So eine künstliche Intelligenz hat verschiedenste Anforderungen. Es werden da vielleicht auf der einen Seite ganz viele Daten in kürzester Zeit gesammelt, erstmal abgelegt oder in Echtzeit verarbeitet. Dann sind sie wieder alt, dann werden sie weggeschmissen. Dann müssen sie, manche müssen vielleicht archiviert werden und dergleichen. Von daher habe ich ganz, ganz unterschiedliche Anforderungen. Einmal an das Thema Antwortzeiten, einmal an das Thema Datendurchsatz natürlich. Und was auch ganz wichtig ist, diese großen Datenmengen so effizient, so skalierbar und vor allen Dingen kosteneffizient auch abzulegen. Und da bin ich dann halt oft nicht mehr bei Flash-Systemen, nicht mehr bei NVMe, nicht mehr bei klassischen Plattensystemen oder RAID-Technologien, sondern dann halt bei Objekt-Storage zum Beispiel, wo ich ganz andere Technologien einsetze, wie zum Beispiel Erasure-Coding und sonstige Dinge, weil Petabytes an Daten migrieren, das will in Zukunft keiner mehr.